Ja, hallo, ich begrüße euch zur heutigen Übung. Wir machen ein paar Beispiele zu Kapitel 5. Wir haben uns dort mit dem Thema lineare zeitinvariante dynamische Systeme beschäftigt. Und insbesondere haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie man lineare zeitinvariante dynamische Systeme im Zustandsraum beschreiben kann. Und auch haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie man mithilfe von Laplace-Transformationen Übertragungsfunktionen beziehungsweise auch solche Systeme beschreiben kann im sogenannten Frequenzbereich. Und heute in dieser Übung wollen wir ein paar Beispiele sehen, wie können wir das anwenden, was wir gelernt haben. Zunächst mal fangen wir an mit Zustandsraumbeschreibung von dynamischen Systemen, also State Space Representation. Und wir haben gesehen, dass wir solche linearen zeitinvarianten Systemen immer mit Hilfe von diesem Gleichungssystem eine Matrix-Differentialgleichung erster Ordnung, das ist die Ableitung hier, also die erste Ableitung hier vom Zustandsvektor, also ein n-dimensionaler Zustandsvektor. Dann ein Kontrollvektor U, die zwei Matrizen, einmal die Systemmatrix A, die quadratische n mal n Matrix und dann eine sogenannte Input-Matrix der Dimension n mal p, wenn der Kontrollinput p die Dimension p hat. Das gleiche hier für die Ausgangsvariable Y, wie man sieht hier auch anhand von diesem Strukturdiagramm das Ganze abgebildet. Y ist gleich Cx plus du. Also, x-Punkt ist die Summe von Ax plus bu. Natürlich, x kriegen wir durch die Integration von x-Punkt. Und dann Y ist Cx plus du. Und was bedeutet das? Diese Zustandsvektoren, die müssen so gewählt werden, dass sie für uns den Zustand des Systems oder die Zustände des Systems beschreiben, die uns interessieren, und zwar auf eine eindeutige Art und Weise. Die Wahl von den Zustandsvariablen ist jedoch nicht eindeutig. Das heißt, wir können unterschiedliche Zustandsvariablen auswählen und dann haben wir natürlich unterschiedliche Zustandsraumbeschreibungen, wie wir heute auch anhand von Beispielen sehen werden. Wir haben auch ein Beispiel gesehen hier. Die Zustandsraumtrajektorie von einem eindimensionalen Federsystem, wo wir sehen, die zwei Zustandsvariablen x1 ist die Auslenkung, x2 ist die Geschwindigkeit von diesem System und das Systemverhalten kann dann mithilfe einer Trajektorie in diesem Raum, in diesem x1, x2-Raum beschrieben werden. Und ist zu jedem Punkt oder zu jedem Punkt praktisch bekannt. Das heißt, wenn wir hier in diesem Punkt der Trajektorie sind, dann wissen wir, wie die zwei Zustandsvariablen aussehen. Und dieser Raum ist oder wird der Zustandsraum oder State Space genannt und deshalb auch der Name State Space Representation. Jetzt wollen wir ein paar Beispiele sehen. Wir fangen mit einem einfachen linear-horizontal gedämpften Pendulum. Das heißt, wir haben hier also ein Wagen auf zwei Rädern der Masse M. Es wirkt hier eine Kraft auf diesen Wagen und bewegt sich natürlich in diese Richtung, also nur horizontal entlang der X-Achse hier mit einer Geschwindigkeit X-Punkt. Das ist die Ableitung nach der Zeit. Diese Masse hier, die ist gelagert, wie man sieht hier. Auf der einen Seite ist sie verbunden mit der Umgebung hier, mit Hilfe von dieser Feder, mit der Federkonstante K und mit einem Dämpfer hier, mit der Dämpfungskonstante d. Und also kann sich nur linear bewegen. Na, was sind die Zustandsvariablen, die uns interessieren? Also mich würde interessieren, wo ist eigentlich diese Masse und mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich diese Masse zu jedem Zeitpunkt? Das heißt, die erste Zustandsvariable ist x und die zweite Zustandsvariable ist x-Punkt. Und natürlich haben wir ein Kontrollinput. Das ist die Kraft, die wir auf diese Masse. Wenn wir keine Kraft hier ausüben, dann wird sich nichts bewegen. Das heißt, unser Kontrollinput ist die Kraft F, die auf diese Masse einwirkt.
Und die Ausgangsvariablen, also man kann sich vorstellen, diese Zustandsvariablen, da kann man drauf nicht so direkt zugreifen. Deshalb braucht man irgendwelche Ausgangsvariablen. Und die Ausgangsvariablen in dem Fall würde mich interessieren, auch die Position und die Geschwindigkeit. Das heißt eigentlich x1 und x2 beziehungsweise x und x-Punkt. Für alle diese Beispiele, die ich heute behandle, gibt es Code in MATLAB, also für die Simulation von diesen Beispielen, auf den man im ILIAS zugreifen kann. So, was brauchen wir? Wir brauchen also jetzt die Bewegungsgleichungen von diesem System. Wir fangen an immer mit der Physik, die Bewegungsgleichung. Wir wissen, dass die Summe der Kräfte, dass wir ein Kräftegleichgewicht haben, das heißt m mal x 2 Punkt mal, also m mal a, wie Newton uns sagt, also die Masse, m mit der Beschleunigung dieser Masse, ist gleich die Summe aller Kräfte, die auf dieser Masse einwirken. Das ist einmal die externe Kraft F, einmal die Kraft, die durch diesen Dämpfer kommt, also und zwar in entgegengesetzte Richtung. Und diese Kraft hier, die durch die Dämpfung kommt, hängt von der Geschwindigkeit ab. Deshalb die Dämpfungskonstante multipliziert mit der Geschwindigkeit. Und dann nochmal die Kraft der Feder, also minus k mit der Federkonstante k und dann multipliziert mit der Auslenkung der Masse. In dem Fall ist es x, ja. Wenn wir nach x2 Punkt hier auflösen, dann dividieren wir durch m und bekommen wir Folgendes. Jetzt haben wir diese Zustandsvariablen und wir müssen sag ich mal, Bewegungsgleichung von dem System beschreiben mit Hilfe von den Zustandsvariablen. Also nicht mit Hilfe von x und x-Punkt, sondern mit x1 und x2. Na, und was wissen wir? Wir wissen eigentlich, dass x1 gleich x, das heißt x1 Punkt ist gleich x-Punkt, wenn wir hier ableiten. Das heißt, x1 Punkt ist nichts anderes als x2, also die zweite Zustandsvariable. Deshalb können wir für x-Punkt überall in der Gleichung x2 schreiben. X2 ist die Geschwindigkeit, also x-Punkt. Das heißt, die Ableitung von dieser Zustandsvariable, also x2 Punkt, ist die zweifache Ableitung von x, also x2 Punkt. Wir setzen hier, also für x setzen wir x1 in diese Gleichung und für x-Punkt setzen wir x2 und für x2-Punkt setzen wir x2-Punkt. Dann bekommen wir Folgendes hier. Und da sieht man hier, wir haben eine Gleichung bekommen, in der nur die Zustandsvariablen und nur der Kontrollinput f hier auftaucht. Was machen wir damit? Wir müssen das natürlich jetzt in diese übliche Form überführen. Da sieht man hier die Ableitungen der Zustandsvariablen. X1 Punkt hängt nur von x2 ab. X2 Punkt hängt von x1 und x2 und von dem Input-Vektor u. Und wenn wir das Ganze in diese Matrix-Schreibweise bringen, dann haben wir x1 Punkt, x2 Punkt. Wir lesen eigentlich ab, x1 Punkt ist gleich x2 plus 0. Und x2 Punkt ist gleich minus k durch m x1 minus d durch m x2 plus 1 durch m mal u. Und u ist natürlich unsere Kraft F. Und wie man sieht hier, das ist die Form der Beschreibung von dem System im Zustandsraum. Die Ausgangsgleichung, wir haben gesagt, y1 und y2, das sind zwei Ausgangsvariablen, die uns interessieren und die sollen genau diese Zustandsvariablen sein, also die Geschwindigkeit beziehungsweise die Position von der Masse sein. Und wenn man hier das Ganze in die Form bringt, ja, dann sieht man hier, dass Y ist gleich Einheitsmatrix mal X, ja, und wir haben die D-Matrix ist hier 0, das heißt, die Ausgangsgrößen, die hängen nur von dem aktuellen Zustand, aber nicht von den Eingangsvariablen oder von dem Kontrollinput ab. Also ein ziemlich einfaches Beispiel. Was hat man davon? Man hat davon, dass wir jetzt eine allgemeine Lösung von dem hier kennen. Ja? Das heißt, es ist unsere State Transition Matrix, die wir entweder im Zeitraum beziehungsweise die Resolventi, die wir im Laplace-Bereich auch kennengelernt haben. Das heißt, die Matrix A haben wir hier und mit Hilfe von dieser Matrix A und mit Hilfe von der Matrix B hier, oder der Vektor hier in dem Fall, können wir natürlich ja, die allgemeine Lösung von dieser Differentialgleichung, also von den Bewegungsgleichungen, die das Verhalten von diesem System beschreiben. Das heißt, eigentlich der Knackpunkt ist zunächst mal diese Modellierung von dem System.
die Bewegungsgleichungen und so weiter und so fort, damit wir auf diese Form der Beschreibung kommen. Und von da kennen wir die Lösungen. Und die Lösungen sind immer gleich, ja, also die Resolventi bzw. Die State Transition Matrix, die wir in der Vorlesung kennengelernt haben. Ein komplexeres Beispiel. Jetzt nehmen wir mal zwei hier solche Massen, nochmal eine Feder und eine Feder, die beide Massen miteinander verbindet und nochmal ein Dämpfer. Und wir sehen hier, also, dass wir jetzt hier natürlich die Position von Masse 1, Position von Masse 2, die bewegen sich auch nur horizontal, also Y1 und Y2 ist die Auslenkung der jeweiligen Massen. Es wirkt nach wie vor eine Kraft auf Masse 1 und man kann sich vorstellen, wenn ich hier eine Kraft auf Masse 1 ausübe, dann drückt das hier gegen M2, zieht die Feder hier, das heißt, das komplette System ist miteinander verkoppelt. Und da fragt man sich hier, ja, was sind eigentlich die Zustandsvariablen, die man wählen sollte hier, um die Zustandsraumbeschreibung von diesem System zu erstellen. Wie gesagt, das muss man einmal machen, die Sachen, die uns so interessieren. Und hier in dieser Aufgabe wollen wir zunächst mal als erste Zustandsvariable die Auslenkung von der Masse 1, also Y1, als die zweite Zustandsvariable X2, die Differenz, also wie weit sind die zwei Massen voneinander, ob sie aufeinander prallen oder sehr, sehr weit auseinander sind, deshalb Y2 minus Y1. Und die weiteren Zustandsvariablen X3 und X4 sind die Geschwindigkeiten der beiden Massen. Und die Kontrollvariable ist die gleiche, das ist die Kraft F. Ja? Das heißt, wir gehen hin, das sind unsere Zustandsvariablen, die sind gegeben in dem Fall und da sehen wir, ja, wir suchen immer die Ableitungen der Zustandsvariablen und wir sehen ganz einfach, dass x1 Punkt ist nichts anderes als die Geschwindigkeit von der Masse 1, das ist gleich x3. Wir sehen auch, dass x2 ist nichts anderes als die Differenz der Auslenkungen und der Positionen der beiden und die Positionen der beiden, die sind nichts anderes als und die Ableitung davon, die Ableitung also von x2 Punkt ist dann die Geschwindigkeit von der zweiten Masse minus Geschwindigkeit von der ersten Masse und das sind nichts anderes als dann y2 Punkt minus y1 Punkt in Zustandsraum oder mit Hilfe der Zustandsvariablen bedeutet das x4 minus x3. Dann brauchen wir die erste Ableitung von x3, das heißt x3 Punkt ist natürlich y1 zweimal, also die Beschleunigung von der Masse 1 und x4 Punkt ist die Beschleunigung von der Masse 2. Und das sind zwei Sachen, die wir natürlich nicht haben jetzt, noch nicht haben. Deshalb müssen wir uns fragen, wie können wir jetzt hier diese Gleichungen für diese zwei Zustandsvariablen finden. Und natürlich die Bewegungsgleichungen. Die Bewegungsgleichungen, wo wir wissen, auch ähnlich wie vorher, Summe der Kräfte ist gleich 0, beziehungsweise gleich die extern einwirkende Kraft, also m mal a für die Masse 1, also m mal y2 Punkt, plus die Federkonstante, plus natürlich minus die Federkonstante 2 mit der Differenz hier, weil natürlich diese Feder, die wird gepresst bzw. gestaucht und zwar in Abhängigkeit von der Abstand oder von den Positionen der Massen relativ zueinander ist gleich F und ähnlich für die zweite hier hat man natürlich hier die Dämpfungskonstante hier D, die auf die Masse 2 einwirkt und nach wie vor natürlich die Kraft, die durch die zweite Feder hier auch zustande kommt. Naja, wir lösen diese Gleichungen nach Y1, 2 Punkt und Y2, 2 Punkt, dann bekommen wir folgendes, das sind unsere X3 Punkt und X4 Punkt und wie man sieht hier, haben wir hier diese Gleichungen in diese Form überführt, wo wir nur die Zustandsvariablen hier haben oder beziehungsweise der Kontrollinput beziehungsweise bei X4 Punkt nur die Zustandsvariablen. Das heißt, was haben wir insgesamt? Wir haben alle vier Zustandsvariablen, wir haben die Gleichungen, in denen nur die Zustandsvariablen auftauchen und keine weiteren.
x1 wissen wir, das ist y1 und x2 ist y2 minus, minus y1. Daraus können wir die Ausgangsvariablen bestimmen. Das heißt, y1 ist x1 und y2 ist nichts anderes als x2 plus y1 und y1 ist gleich x1. Deshalb y2 ist gleich x2, sollte das heißen, x2 plus x1. Das heißt, wir haben eigentlich alles. Wir können das Ganze hier in diese Matrix-Schreibweise. X1 Punkt ist x3, x2 Punkt ist 4 minus 3. Das heißt, x1 Punkt ist gleich x3, 4 minus 3, deshalb 1 minus so. Und dann die entsprechenden Koeffizienten hier. Natürlich hier u taucht nur an der dritten Stelle mit 1 durch m1, ja, das heißt 1 durch m1 hier, und die Ausgangsvariablen, wie wir vorher bestimmt haben, können wir auch in die Form überführen. Die D-Matrix ist nach wie vor hier eine Null-Matrix. So, jetzt gucken wir, ich habe ja gesagt, dass die Wahl von diesen Zustandsvariablen nicht unbedingt eindeutig ist. Man kann sie auch beliebig auswählen. Da hat sich der eine oder andere auch gewundert, warum habe ich jetzt für x2 y2 minus y1? Warum mache ich das eigentlich nicht so, wie jeder Menschen denken würde? Das heißt, dass die Zustandsvariablen immer die Positionen und die Geschwindigkeiten von den jeweiligen Massen. Natürlich die Kontrollvariable ist die gleiche U, und wenn man das hier auf diese Art und Weise macht, das heißt die gleiche Vorgehensweise wie vorher, die Bewegungsgleichungen sind gleich, da ändert sich überhaupt nichts daran. Das könnt ihr selber probieren und dann werdet ihr natürlich auf eine Lösung kommen, und diese Lösung, die wird sich nur in den Koeffizienten der Matrizen hier unterscheiden. Also man sieht hier x1 Punkt nach wie vor x3, aber x2 Punkt hatten wir als y2 minus y1 bei der ersten Variante, und jetzt ist es nur y2. Deshalb hier ist nicht x4 minus x3, sondern nur x4, und natürlich hier die entsprechend anderen Koeffizienten in der A-Matrix beziehungsweise auch die C-Matrix hier. Und alle diese Beispiele, die ich jetzt hier trocken natürlich und nur mit Hilfe von Folien hier präsentiert habe, die findet ihr in Ilias. Also da gibt es ja hier einen Ordner, wo der Code hier, diese MATLAB-Simulationen stehen. Und da kann man ganz tolle Sachen machen. Da kann man ein bisschen spielen. Ich will jetzt hier nicht die Präsentation starten und wirklich für MATLAB für diese einfache Beispiele hier starten und euch zeigen, wie man diese Diagramme hier erzeugt. Aber da wird man im Code sehen, die K-Konstanten K1 und K2, die Dämpfungskonstante, die Massen, die kann man natürlich spezifizieren, eingeben. Dann die vier Zustandsmatrizen, die wir brauchen. Und sieht man hier SS, also State Space, das ist praktisch so eine Funktion, wo man diese Matrizen hier übergibt, und dann kriegt man alles Mögliche. Ja? Und dann kann man hier unterschiedliche Kontrollinput-Verläufe vorgeben, also für die Variable U, und kann man die entsprechenden Simulationen, also die Ausgangsvariablen Y1, Y2, beziehungsweise die Zustandsvariablen für unterschiedliche Parameter angucken und schauen, wie das System am besten vielleicht dimensioniert werden soll. Also stellt euch mal vor, das sind zwei Zugwaggons, ja, die irgendwie miteinander verbunden werden müssen, und wo man jetzt hier beispielsweise diese Dämpfungskonstanten, das Verhalten von dem ganzen System analysieren soll, wenn jetzt eine Kraft auf der Masse 1 auswirkt oder auf der Masse 2, wie sollen vielleicht die Dämpfungen, die Federkonstanten ausgelegt werden, damit das perfekte Verhalten hier resultiert. Wie ich bereits erwähnt habe, das ist nicht nur jetzt diese State Space Repräsentation, nicht nur um einen Regler zu entwerfen oder eine Regelungsstrecke zu analysieren, sondern auch für numerische Simulationen wird das Ganze hier verwendet. Und ich hoffe, dass ihr auf diese Art und Weise noch ein weiteres Werkzeug in der Hand, methodisches Werkzeug in der Hand habt, mit dem ihr ja, lineare zeitinvariante dynamische Systeme beschreiben könnt. Genau. Betrachten wir ein anderes Beispiel aus der Regelungstechnik, aus der Robotik. Da sieht man hier einen Wagen und da sieht man hier einen Massi. Also das ist eigentlich so ein invertiertes Pendulum auf einem Wagen.
Der Wagen bewegt sich hier und hier ist eine Massi, invertiertes Pendulum. Das heißt, das Ganze schwenkt so und nicht so wie ein richtiges Pendulum. Warum ist das für uns interessant? Auch in der Robotik. Das ist wie ein Segway. Also ihr könnt euch vorstellen, dass tatsächlich ein Segway, wo ein Mensch da draufsteht und natürlich hier durch solche Auslenkungen das Ding nach vorne, nach hinten bewegen soll. Oder das zweibeinige Laufen in der humanoiden Robotik wird tatsächlich mit Hilfe von einem invertierten Pendulum beschrieben. Ja? Das heißt, wo man die Bewegung vom Center of Mass vom Körper hier das Center of Mass betrachtet und dann praktisch die Bewegung vom Center of Mass, die verbunden ist mit dem Boden, also mit dem Kontakt im Boden, beschreibt. Und deshalb ist es natürlich ein grundlegendes Modell jetzt des zweibeinigen Laufens in der humanoiden Robotik. Aber wie bereits erwähnt habe, auch für ein Segway, ja, also das Balancieren von einem Segway. Und wir wollen die State-Space Representation, also das System beschreiben mit Hilfe von Zustandsraumbeschreibungsform. Was haben wir hier? Wir haben eine Masse und hier wirkt eine Kraft, zum Beispiel durch die Motoren hier von dem Segway oder irgendeine Kraft, die den Roboter nach vorne vielleicht bewegt. Wir haben eine Masse hier oben, starr verbunden mit der Masse unten hier und natürlich wird ausgelenkt hier um einen Winkel Theta, natürlich mit dem Abstand L hier. Und wir haben natürlich die Position und Geschwindigkeit, mit der sich hier das ganze System bewegt. Und natürlich haben wir vorher auch gesehen, Ausgangspunkt für die Beschreibung von diesen, sag ich mal, aus Mechanik-Sicht, für die Beschreibung von diesen Systemen sind die Bewegungsgleichungen. Also wie man zum Beispiel die Bewegungsgleichungen in den vorigen Beispielen abgeleitet hat, das war ja so Newton. Das ist ja ein bisschen komplexeres System, wo man natürlich auch mit Hilfe von Methoden wie Lagrange-Methode oder Newton-Euler-Methode, darauf werde ich jetzt hier nicht eingehen, aber die Leute, die Interesse haben, die können in dem Kapitel Dynamik von der Vorlesung Robotik 1, die auch zur Verfügung steht im Internet, die Aufzeichnungen, können Sie schauen, wie Sie mit Hilfe von der Lagrange-Methode die Bewegungsgleichung von Robotersystemen, von dynamischen Systemen generieren können. Die Idee dahinter ist, dass man die kinetische und die potenzielle Energie von dem System bestimmt und dann die sogenannte Lagrange-Funktion als die Differenz zwischen kinetischer und potenzieller Energie. Und dann, wenn man diese Lagrange-Funktion hat, kann man mit Hilfe von Ableitungsregeln die Bewegungsgleichungen erzeugen. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Das Thema ist, wenn wir diese Bewegungsgleichung haben, wie können wir das System mit Hilfe von State-Space Representation beschreiben? Und diese Bewegungsgleichungen, wie ich bereits erwähnt habe, kann man beispielsweise mit Hilfe von der Lagrange-Methode bestimmen und die zielen darauf ab, dass wir natürlich oder die beschreiben zwei Fakten, dass wir ein Gleichgewicht der Kräfte und Gleichgewicht der Momente an diesem Punkt hier, also an dem Punkt, wo praktisch das Ganze hier dreht und rotiert. Und wenn man das Ganze hier herleitet oder sich ein bisschen überlegt mit Kenntnissen der Physik, da kommt man auf diese Gleichungen. Das heißt, einmal die Summe dieser Kräfte ist die externe Kraft, die auf dem System einwirkt. Und einmal die Summe der Momente ist das negative Moment, was natürlich von der Geschwindigkeit der Auslenkung von diesem invertierten Pendulum hier abhängt. Das heißt, wir haben diese Bewegungsgleichungen und jetzt, was würde uns interessieren? Welche Zustandsvariablen? Ja, mich würde interessieren, die Zustandsvariablen, die Position und Geschwindigkeit von diesem Wagen, von diesem Segway, sag ich mal so, und auch die Auslenkung und die Auslenkungsgeschwindigkeit. Ja? Das heißt, in anderen Worten, mich würden X und X-Punkt und Theta und Theta-Punkt als Zustandsvariablen hier interessieren. Und das ist klar, dass wir vier Zustandsvariablen brauchen, weil mindestens vier Zustandsvariablen brauchen, weil wir haben hier eine Differentialgleichung zweiter Ordnung für die Kräfte, für X-Punkt und wir haben eine Differentialgleichung auch zweiter Ordnung, beziehungsweise die Position X taucht in der zweiten Ableitung und Theta taucht in der zweiten Ableitung und wir müssen beide mit Hilfe von
Zustandsvariablen beschreiben, wo wir nur Ableitungen erster Ordnung dieser Zustandsvariablen verwenden. Und deshalb brauchen wir, um das zu ersetzen, mindestens vier Variablen. Also und hier die vier Variablen, wie ich bereits erwähnt habe, lineare Position, Geschwindigkeit und Winkelposition und Winkelgeschwindigkeit. Gut, die Kontrollvariable, die einzige ist die Kraft hier. Und was uns interessiert oder mich interessieren würde als Ausgang, ist eigentlich der komplette Zustandsvektor. Die Position, die lineare Geschwindigkeit, die Auslenkung und die Geschwindigkeit, mit der praktisch das invertierte Pendulum ausgelenkt wird. So, was bedeutet das? Das bedeutet x1 Punkt ist gleich, die Ableitung ist gleich x Punkt. x3 Punkt ist nichts anderes als Theta Punkt, also ist gleich x4. Es bleiben uns x1, x2 Punkt ist natürlich die zweite Ableitung von x und x4 Punkt ist die zweite Ableitung von Theta und die müssen wir suchen. Und wir haben ja die Bewegungsgleichungen, also x2 Punkt ist die zweite Ableitung von x. Wenn wir aus den Bewegungsgleichungen die Bewegungsgleichungen auflösen, dann und entsprechend die Variablen Theta mit x3 ersetzen. Ja, also Theta war unser x3, deshalb nicht wundern, das ist jetzt nicht Cosinus Theta, sondern Cosinus oder Sinus x3. Dann haben wir folgende tolle Gleichungen und eigentlich diese Gleichungen hängen ja wiederum auch von den Zustandsvariablen. Sieht man, x3 und x4 hier tauchen auf, aber auch x4 zum Quadrat und Cosinus x3 zum Quadrat und so weiter und so fort. Und da sieht man eigentlich hier, dass man keine Chance hat, hier dieses System, also diese Gleichungen, die x2 Punkt und x4 Punkt beschreiben, in eine Form zu überführen, wo nur die Zustandsvariablen linear auftauchen. Das heißt, wir haben hier ein stark nichtlineares System. Wir haben auf der einen Seite trigonometrische Funktionen von den Zustandsvariablen und wir haben natürlich hier Zustandsvariablen zum Quadrat, beziehungsweise auch trigonometrische Funktionen nochmal zum Quadrat. Das heißt, das ist so eine Situation, wo natürlich diese Beschreibung auch so nicht funktionieren kann. Und deshalb muss man sich überlegen, wie kann man trotzdem jetzt hier solche Probleme lösen. Man muss linearisieren. Das heißt, man muss diese Gleichungen hier linearisieren und zwar für diese Kleinwinkelapproximationen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir wissen ja, wenn wir nur kleine Winkel betrachten und denkt mal an einen Segway oder einen humanoiden Roboter, der läuft, da soll ja diese Auslenkung Theta nicht so groß sein eigentlich. Ja? Also, wenn Theta sehr klein ist, die Auslenkung sehr klein ist, dann wissen wir, dass der Winkel so dann ungefähr 0 ist, ja, und dann Sinus von 0 ist 0 und Cosinus von 0 gleich 1. Das heißt, wenn wir hier einsetzen, Sinus von dem Winkel ist 0, das heißt, der Term verschwindet, es bleibt hier nur d mal m mal x4 und der ist 1 plus u. Der ist 1, das heißt, der Term hier verschwindet, bleibt hier im Nenner nur m. Ähnlich bei der zweiten Gleichung. Sinus ist 0 und Cosinus ist 1, das heißt, insgesamt bekommen wir Folgendes. Für x2 Punkt und x4 Punkt bekommen wir diese Vereinfachungen und da sieht man hier, dann das sind alle Konstanten d, m und m. Ja, also die kleine Masse, die große Masse, der Punkt D und die Länge L von, ja, und natürlich haben wir dann unser Ziel erreicht, ja, das heißt, das sind hier unsere Zustandsvariablen in der ersten Ableitung, das sind die Koeffizienten, die wir aus den letzten Gleichungen haben und das ist unser B-Matrix. Und wie wir bereits gesagt haben, y, die Ausgangsvariablen, sollen identisch mit dem Zustandsvariablen sein, deshalb hier die Einheitsmatrix. Und das heißt, wenn wir jetzt hier dieses System in diese Form überführt haben, können wir wirklich alle Analysen machen, die ähnlich so vorher, ich will es ja auch an der Stelle nicht wiederholen. Wir haben unsere A-Matrix und B-Matrix und dann können wir die Lösungen von diesen
Zustandsdifferentialgleichungen mit Hilfe von der State Transition Matrix beziehungsweise der Resolventi durchführen. Genau, das sind so zwei Beispiele, wo wir mechanische Systeme betrachten, also die wir natürlich für die Robotik brauchen, die wir in der Robotik auch regeln müssen. Aber lass uns mal etwas aus einer anderen Ecke betrachten, und zwar aus der Elektrotechnik. Alle kennen diese Schaltkreise. Wir haben hier eine Parallelschaltung von einem Widerstand, einer Induktivität und einer Kapazität. Man nennt das ein RLC-Glied oder RLC-Element. Das heißt Widerstand vor Resistenz, dann Kapazität hier, Kapazität hier und Induktivität hier für die Spule. Und wir wollen dieses System beschreiben mit Hilfe von der State Transition, Zustandsraumform. Ja? Und zwar mit den zwei Zustandsvariablen X1 und X2, wo X1 der Strom, der durch die Induktivität fließt, also IL, und X2 ist die Spannung, die sich am Kondensator aufbaut, wenn man natürlich hier eine Spannung am Eingang anlegt. Ja? Das heißt, unsere Steuervariable, die Kontrollvariable, ist nicht die Spannung U von T, sondern als Kontrollvariable wollen wir wirklich diesen Strom, der hier fließt, in dieses RLC-Glied. Und natürlich laut Knotenregel von Kirchhoff wissen wir, dass dieser Strom ist nichts anderes als die Summe der Ströme, die durch den Widerstand, durch die Induktivität und Kapazität hier fließen. Und natürlich diese im stationären Zustand sind diese Spannungen alle gleich hier, ja, und identisch natürlich mit der anliegenden Spannung U. Die Ausgangsgröße, die uns interessiert, oder in dem Beispiel, ist die Spannung am Kondensator. Und die Spannung am Kondensator ist unsere Zustandsvariable X2, deshalb haben wir das hier geschrieben. So, das heißt, wie macht man das eigentlich? Das sind unsere Zustandsvariablen, also Strom Induktivitätsstrom oder Spulenstrom und Kondensator, Spannung, ja? Spannung am Kondensator. Und unser Kontrollvariable U, ja, Kontrollvariable im Sinne von X-Punkt gleich AX plus BU, also dieses U ist der Strom, der hier fließt, also dieses I von T. Ja, und wie gehen wir? Da müssen wir irgendwas natürlich aus der Physik kennen, hier natürlich aus der Elektrotechnik, vorher in den Beispielen aus der Mechanik, Bewegungsgleichungen und so weiter. Wir müssen natürlich wissen, wie ist die Spannung am Kondensator definiert. Die Spannung am Kondensator natürlich ist 1 durch C und dann Integral von Strom dt mal dt, beziehungsweise der Strom am Kondensator hier, wenn ich das Ganze ableite hier, ich leite diese Gleichung ab, dann bekomme ich C mal die Ableitung von der Spannung nach dt. Bei der Spule sind die Verhältnisse dual zueinander. Das heißt, die Spannung ist die Induktivität mit der Ableitung vom Strom und der Strom ist 1 durch Induktivität und dann Integral über die Spannung. So, was bedeutet das? Das bedeutet, x1 ist IL und x2 ist UC. Das ist, was wir schon haben. Jetzt haben wir unsere Kirchhoff-Regel, die sagt uns, dass der Strom I ist gleich die Summe aller Ströme. Und wir setzen, was ist der Strom hier? IR ist UR durch R. Und UR ist eigentlich identisch mit allen Spannungen, ist identisch mit UC. Und UC ist x2, deshalb x2 durch R. IL, was ist IL? IL ist eigentlich nichts anderes als die erste Zustandsvariable, x1, also plus x1, und IC ist C mal die Ableitung der Spannung, und die Ableitung von UC ist nichts anderes als die Ableitung von der zweiten Zustandsvariable, deshalb C mal x2 Punkt. Na, wir lösen diese Gleichung. Uns interessiert die zweite Zustandsvariable, x2 Punkt, ja. x2 Punkt, wenn wir das auflösen nach x2 Punkt, dann sehen wir, wir kriegen das hier. Wir dividieren natürlich alles durch C, 1 durch C, 1 durch RC
Und dann hier natürlich I ist unser Steuervariable U, deshalb 1 durch C mal U. Und von der Induktivität wissen wir, dass L mal die Ableitung von Spulenstrom, was ja nichts anderes als X1 ist, ist gleich die Spannung. Das heißt, L mal X1 Punkt ist gleich X2. Die Spannung ist auch hier gleich. Und wenn wir hier nach X1 Punkt auflösen, dann X1 Punkt ist gleich 1 durch L mal X2. Das heißt, wir haben alles. X1 Punkt ist gleich 1 durch L durch L mal X2 und X2 Punkt hängt von X1, X2 und von unserer Kontrollvariable U. Und Y ist gleich X2. Ja? Das heißt eigentlich, die Zustandsformbeschreibung hier von dem System kann man auf diese Art und Weise angeben. X1 Punkt, ja, das ist der Strom an der Induktivität, ist 1 durch L mal X2 Punkt mal X2. Und X2 Punkt ist, wie wir hier gesehen haben, X2 Punkt ist die Spannung, die uns interessiert. Ist minus 1 durch C, minus 1 durch RC, multipliziert mit X2 und so weiter und so fort. Und Y ist X2 und deshalb sehen wir, D ist 0 und die C-Matrix ist nichts anderes als 0, 1. So, auf diese Art und Weise, es gibt natürlich, man kann jetzt wirklich das Ganze beliebig so machen, aber man kann jedes solches System, was wir so kennen, in diese Form bringen. Und der Vorteil ist, wenn wir das in diese Form gebracht haben, alle diese Methoden zur Lösung, zur Beschreibung, dann mit Hilfe von der State Transition Matrix, also E hoch AT, beziehungsweise Resolventi SI minus 1 und das Inverse davon. Das sind ganz zentrale Elemente für die Beschreibung von diesen dynamischen Systemen. So, im nächsten Teil der heutigen Übung würde ich auf die Laplace-Transformation eingehen. Und zwar, ich würde zunächst mal ganz allgemein eigentlich darauf eingehen, wieso die Laplace-Transformation oder wozu die Laplace-Transformation sonst auch so cool ist. Ja, also mit Laplace-Transformation macht es eigentlich Spaß, Differentialgleichungen zu lösen. Also zumindest mir macht es Spaß, Differentialgleichungen zu lösen. Nehmen wir ein rein mathematisches Beispiel. Wir haben eine Differentialgleichung dritter Ordnung, ja, zum Beispiel y nach der Zeit dreimal abgeleitet, viermal y zweimal abgeleitet und so ist gleich u von t und auch ein nicht homogene, das heißt, wir wissen ja homogene Lösung und dann eine partikuläre Lösung finden. Und wir haben sogar diese immer tolle Annahme, die immer in Aufgaben gemacht wird. Gehen Sie davon aus, dass alle Anfangsbedingungen null sind, ja? Das wollen wir auch nicht. Wir wollen sagen, okay, y zum Zeitpunkt ist gleich y0 und die erste Ableitung zum Zeit t gleich 0 ist gleich y0 Punkt und die zweite Ableitung auch das hier. Und wir wollen hier als Kontrollvariable oder inhomogenen Teil der Gleichung wollen wir die Rampenfunktion, also u von t ist gleich t. Naja, und wir suchen die allgemeine Lösung für diese Differentialgleichung, also y von t. Wie macht man das? Naja, und zwar mit Laplace-Transformation will ich das machen. Mit Laplace-Transformation wissen wir eigentlich aus der letzten Vorlesung zunächst mal unser u von t ist die Rampenfunktion. Wir wissen dann, dass die Laplace-Transformierte der Rampenfunktion ist 1 durch s Quadrat. Wir haben auch das letzte in der Vorlesung haben wir gesehen, dass die Laplace-Transformierte von der Ableitung einer Funktion ist S mal der Laplace-Transformierte der Funktion selber minus die Funktion im Zeitbereich zum Zeitpunkt 0. Und die Verallgemeinerung von dem hier haben wir auch in den Tabellen der Laplace-Transformation gesehen, dass die Laplace-Transformierte der Kartenableitung von einer Funktion ist S hoch K mal die Laplace-Transformierte der Funktion minus S hoch K minus 1 mit der Funktion, multipliziert mit der Funktion zum Zeitpunkt t gleich 0 und so weiter und so fort, bis die K minus 1 Ableitung der Funktion zum Zeitpunkt 0. Was bedeutet das?
Das bedeutet, wenn ich das hier anwende, dann muss ich natürlich, also das ist, was wir kennengelernt haben vor die RC-Ableitung. Das heißt, Y-Punkt ist dann SY minus Y zum Zeitpunkt 0. Aber wir müssen aufpassen bei dem hier und bei dem hier müssen wir diese Regel hier anwenden. Das heißt, die Laplace-Transformierte von Y3-Punkt ist S hoch 3 mal Y minus Y0 mal S hoch 2. Ja, also sind wir hier minus y0-Punkt mal s minus y2-Punkt, also die zweite Ableitung und ohne dieses s. Da sieht man ja ein Polynom von s3, s a, s hoch Quadrat, s und dann s hoch 0. Ähnlich machen wir das für die zweite Ableitung. Das ist 4 mal s Quadrat mit y minus ys minus y-Punkt. Und der Rest hier. Ja, und das sieht man, glaube ich, an hier. Und u von s ist gleich 1 durch s Quadrat. Das heißt, wir können Folgendes hier schreiben. Was interessiert uns? Es interessiert uns y von s, weil die Idee ist, dass wir y von s finden im Laplace-Bereich und dann vielleicht und dann über die Inverse-Transformation y von t und somit die Lösung der Gleichung. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufräumen. U von s ersetzen wir durch 1 durch s Quadrat und wir lösen das Ganze nach y von s auf. Also wenn wir das alles machen, dann bekommen wir für y von s Folgendes. Ja, das ist ein bisschen nur Mathematik, aufräumen und so weiter und so fort. Und da sieht man hier, da sieht hier eigentlich 1 durch s Quadrat, die wir hatten für u, weil das müssen wir ja mit den Termen hier auch multiplizieren. Ja, das nicht, darf man nicht vergessen. Plus das hier mit y0, Anfangsbedingung. Ja, also wenn alle diese Anfangsbedingungen 0 sind, dann verschwindet der Term. Aber wir wollen sie mitschleppen. Und wir sehen eigentlich, dass bei diesen rationalen Polynomen hier, die wir bekommen, oder rationalen, also bei diesen Brüchen, die wir hier bekommen, dass der Nenner immer gleich ist, natürlich. Ja, also s hoch 3 plus 4s Quadrat plus 5s plus 2 taucht überall natürlich auf. Hier natürlich müssen wir aufpassen, beim ersten Teil haben wir 1 durch s Quadrat. Und wir suchen y von t. Y von t ist die inverse Laplace-Transformierte. Aber wir haben in diesen Tabellen, oder es wird jedem schwerfallen, eigentlich so eine inverse Laplace-Transformierte für diesen Term hier zu finden oder für diesen Term hier zu finden oder für diesen Term hier zu finden. Ja? Was bedeutet das? Um das zu machen und tatsächlich die Vorteile von dieser Laplace-Transformation zu nutzen, muss man diese komplexen Terme, die man hier sieht, irgendwie auf eine einfache Art und Weise beschreiben. Betrachten wir ja nur diesen Term, weil, wie ich bereits gesagt habe, der Nenner ist immer gleich hier. Ja? Aber betrachten wir mal diesen Term hier und versuchen wir zunächst mal für diesen Term die sogenannte Partialbruchzerlegung. Partialbruchzerlegung bedeutet, wir beschreiben das als eine Summe von Brüchen, ja, die einfach sind für die wir direkt die inverse Laplace-Transformation kennen. Also nehmen wir mal diesen Nenner hier, berechnen wir die Nullstellen und da sehen wir, da bekommen wir hier eine doppelte Nullstelle bei minus 1 und die dritte Nullstelle von diesem Polynom dritter Ordnung von minus 2. Das heißt, dazu können wir Folgendes hier schreiben. Und wenn wir die Partialbruchzerlegung, also das war hier nur ein Teil der Nenner, aber beim Nenner hatten wir beim ersten Term 1 durch s Quadrat. Das heißt, wenn ich die Partialbruchzerlegung von dem hier mache, also das sind die zwei Nullstellen, einmal die doppelte bei minus 1, deshalb s plus 1 zum Quadrat und einmal hier die dritte Nullstelle bei minus 2, deshalb s plus 2 und wir hatten ja bei diesem ersten Term 1 durch s Quadrat, die kam ja von u. Und die Partialbruchzerlegung dazu ist natürlich R1 durch S plus R2 durch S Quadrat für diesen Term, R3 plus S durch S plus 1 plus R4 durch S plus 1 zum Quadrat plus R5 durch S plus 2. Und man weiß ja aus der Mathematik, wie man jetzt hier diese Koeffizienten R1 bis R5 bestimmt. Also zum Beispiel R2, wenn ich jetzt beide Seiten mit S Quadrat multipliziere, dann verschwindet der Term hier,
dann habe ich überall dort oben ein s Quadrat und ich setze vor s eine 0, dann bedeutet, ich bekomme auf direkt hier R2. Das gleiche vor R4, wenn ich beide Seiten dieser Gleichung hier mit s plus 1 zum Quadrat multipliziere, dann bleibt hier R4 und ich setze vor s minus 1, dann bleibt hier nur R4, der Term verschwindet vor s gleich minus 1, alle Terme verschwinden vor s gleich minus 1 und bleibt hier nur etwas, was wir auswerten müssen eigentlich hier. Das gleiche vor R5, ich multipliziere beide Seiten mit s plus 2, dann verschwindet der Term hier und ich setze hier vor s gleich vor s eine minus 2 und dann bekomme ich R5. Ja? Das heißt, auf diese Art und Weise bekommen wir folgendes: R2, R2, also das sind die Koeffizienten von den Termen im Nenner hier mit der höchsten Potenz, also nicht s, sondern s Quadrat und nicht s plus 1, sondern s plus 1 zum Quadrat und dann s plus 2, weil es nur einmal auftritt, bekommen wir diese Koeffizienten. Die anderen, R1 und R3, um die zu bestimmen, müssen wir die Ableitung hier machen. Also wir leiten nach ds von diesen Termen, von den restlichen Termen, nachdem wir multipliziert haben mit s zum Beispiel mit s Quadrat vor R1 beziehungsweise mit s plus 1 zum Quadrat vor R3. Und wenn wir das hier einsetzen, dann bekommen wir das hier. Wie gesagt, das ist eine Partialbruchzerlegung, sollte man aus der Mathematik kennen. Hier eine kurze Wiederholung. Und wenn wir das hier haben und machen das für alle Terme, dann bekommen wir für unser Y nichts anderes als das hier. Natürlich müssen wir das für die anderen Terme machen, mit den Anfangsbedingungen. Und das sind immer die gleichen Nullstellen. Ja? Da sieht man s gleich minus 1, s gleich 2, s gleich minus 1 und 2 und so weiter und so fort. Weil dieser Nenner war überall eigentlich in diesen Termen, die für Y0, Y0 Punkt und Y2 Punkt. Was haben wir gewonnen? Wir haben viel gewonnen, denn für alle diese Terme kennen wir die inverse Laplace-Transformation. Also 1 durch s ist die Laplace-Transformierte von 1, das heißt die inverse von 5 Viertel durch s ja, ist nichts anderes als 5 Viertel. Ja. Die inverse-Transformierte von 1 durch s Quadrat ist t. Ja. Alles, was hier auftaucht mit s und so weiter und so fort, 1 durch s plus 1, s plus 2, ist eigentlich die Laplace-Transformierte von e hoch minus t oder e hoch minus 2t und so weiter und so fort. Und wir haben ja die anderen vor s Quadrat und so auch das letzte Mal in dem Kapitel, in diesen Tabellen gesehen. Das heißt, wir können jetzt für alle diese Funktionen, für alle diese Terme hier direkt oder wir können die Lösung der Differentialgleichung direkt angeben, indem wir nur die inverse Laplace-Transformation der Terme hier angeben. Das heißt, hier minus 5 Viertel plus 1 halb t, hier plus e hoch minus t. S plus 1 zum Quadrat hier, inverse Laplace-Transformierte ist t mal e hoch minus t, hier plus 1 Viertel mal e hoch minus 2t, y0 und so weiter und so fort. Ich glaube, ich brauche nicht über den Rest weiterzugehen, weil das ist selbsterklärend. Und das ist die allgemeine Lösung von dieser Differentialgleichung dritter Ordnung. Und man sieht hier, natürlich, wenn t jetzt hier groß ist, gegen unendlich geht, dass alle diese Terme hier verschwinden. Also das heißt, das System für große t, alle diese Terme, die praktisch die Lösung beeinflussen aufgrund von den Initialbedingungen, werden verschwinden, weil das e hoch minus t, e hoch minus t, e hoch minus t und so weiter und so fort. Das heißt, es bleibt eigentlich für große t nur der Term hier, der das Ganze beeinflusst. Das heißt, y von t ist gleich minus 5 Viertel plus 1 halb t, weil alle anderen Termine natürlich gegen 0 gehen.
So, das ist also ein Beispiel, wie man hier solche Probleme auch lösen kann mit Hilfe von Laplace-Transformation. Und diese Probleme natürlich oder Differentialgleichungen, die sind überall zu finden. Hier ein sehr einfaches Beispiel zum Abbau von Radioaktivität in einem radioaktiven Isotop. Wir wissen, dass dieser Abbau proportional zu der Anzahl von Atomen. Das heißt, man kann das jetzt hier beschreiben mit Hilfe von dieser Differentialgleichung. Am Anfang haben wir N0 Atome und wir wollen gucken, wie praktisch dieser Abbauprozess hier funktioniert. Das ist natürlich eine triviale Aufgabe, aber das heißt, wir haben hier eine Differentialgleichung. Das ist die Ableitung nach der Zeit. Und wir wissen, wenn wir die Laplace-Transformierte davon machen, dann ist es S mal N minus N0, die Anfangsbedingung, plus Lambda mal N von S. Also wir machen die Laplace-Transformierte auf beiden Seiten gleich 0. Wir lösen hier nach NS, dann bekommen wir N0, also die Anfangsanzahl von Atomen, die wir haben, durch S plus Lambda. Und wenn wir jetzt die Rücktransformierte, die inverse Laplace-Transformierte für S plus, also S1 durch S plus Lambda, das kennen wir eigentlich, bilden oder kennen, dann wissen wir, wie praktisch dieser Zerfall oder Abbau der Atomen erfolgt über Jahre, das heißt, oder über die Zeit. Das heißt, n von t ist die Anfangsanzahl multipliziert mit e hoch minus lambda t, was wir alle kennen aus der Physik. Aber natürlich kann man jetzt auf diese Art und Weise sehen, wie man hier auf diese Gleichungen hier kommt. Genau, wir können auch auf diese Art und Weise komplexe Impedanzen oder Admittanzen von elektrischen Komponenten beschreiben. Also nehmen wir mal jetzt hier einen Kondensator und wir wissen, wie wir das natürlich die ideale Kondensator oder wir beschreiben die Zusammenhänge eigentlich beim Kondensator, die elektrischen Zusammenhänge durch die Beziehung zwischen die Ladung und die Spannung. Ja? Also die Ladung, die auf diesem Kondensator hier sich aufhält, ist die Kapazität, also wie viel kann überhaupt dieser Kondensator aufnehmen, multipliziert mit der angelegten Spannung hier. Und die komplexe Impedanz, also so der Widerstand bei einer nicht Gleichstrom oder Gleichspannung, die am Kondensator anliegt, also man redet dann nicht von dem Widerstand, sondern von der komplexen Impedanz, ist natürlich Spannung durch Strom. Ja, Widerstand ist Spannung durch Strom, aber im komplexen Bereich. Und wir wollen jetzt annehmen, dass wir hier die Spannung zur Zeitpunkt gleich 0,0 war. Und die Frage ist, wie können wir jetzt diese komplexe Impedanz von einer Kapazität herleiten? Eigentlich, das ist nichts anderes als die Übertragungsfunktion von einem linearen zeitinvarianten dynamischen System. Ja, also U von S durch I von S. Naja, wir gehen hin, die Gleichung kennen wir, der Strom, der hier fließt, ist nichts anderes als C mal Ableitung der Spannung. Und was suchen wir? Wir suchen eigentlich U durch S, das heißt, der Strom hier ist nichts anderes als C und dann die Ableitung der Spannung im Laplace-Bereich ist nichts anderes als S multipliziert mit U minus U von 0. U von 0 haben wir jetzt als 0 angenommen. Das heißt, I von S ist gleich C mal S durch U von S. Das heißt, I durch S durch U von S ist CS. Das heißt, die komplexe Impedanz, die wir suchen, ist U von S durch I von S ist nichts anderes als 1 durch C multipliziert mit S. So, und ähnlich kann man jetzt den Strom zum Beispiel in so einer Reihenschaltung zwischen einem Widerstand und einer Kapazität auch auf ähnliche Art und Weise beschreiben. Ja, ich will tatsächlich jetzt hier das Ganze nicht so vertiefen, weil das ist so einfach. Das sind nur so Beispiele, die zeigen, wie man diese Techniken, die wir kennengelernt haben, auch hier verwenden kann. Beispielsweise hier über die Kirchhoffschen Regeln. Wir wissen, dass U ist gleich UR plus UC. UR ist R mal I plus die Spannung am Kondensator ist 1 durch C mit Integral.
Die Ableitung von dieser Gleichung ist dann nicht, damit wir diesen Integral hier eliminieren, ist U-Punkt ist gleich R mal I-Punkt plus 1 durch C mal I. Naja, das ist ja eine Differentialgleichung. Dann können wir diese Differentialgleichung jetzt lösen. Wir nehmen an, wir wollen irgendwann mal zum Zeitpunkt 0 hier diese Einheitssprung hier auf das System aufschalten. Und wenn wir das hier zunächst mal in Laplace-Bereich transformieren, dann bekommen wir eigentlich nichts anderes als c mal u-Punkt. Also wir haben jetzt hier multipliziert, dieses c auf der Seite, deshalb bekommen wir diese Gleichung c mal su minus u0 ist gleich r mal c und i, dann i abgeleitet ist dann si minus i0 und i ist wiederum is. Und wenn man das Ganze hier ein bisschen umformt, dann sieht man, dass man auf i von s gleich u0 durch r multipliziert mit dem hier. Und wir wissen eigentlich, die rücktransformiert hier von 1 durch s plus alpha ist e hoch minus alpha t. Das heißt e hoch minus 1 durch rc mal t. Und natürlich, das bleibt hier. Und dann kann man jetzt hier natürlich diese Simulationen mal durchführen. Könnt ihr ja auch selber machen. Ich glaube, es gibt auch Code dazu auf Ilias, bin ich mir nicht sicher, aber das ist wirklich trivial. Und da kann man auf diese Art und Weise sehen, wie diese Stromkurve, ja, also wie dieser Strom, der hier fließt, abklingt, ja, also das ist natürlich hier, wenn wir eine Spannung abschalten, dann im Laufe der Zeit der Strom, der hier fließt, der geht ja gegen Null, also ja, und der geht mit dieser Konstante 1 durch RC oder RC von dem Glied hier, das heißt, wenn man die Tangente hier bildet, dann würde hier die Tangente sich an einem Punkt hier abschneiden und dieser Punkt ist nichts anderes als also die Tangente hier. Entschuldigung, ich kann sie hier. Das ist ja hier gekennzeichnet. Das ist dieses Tau eigentlich, die uns praktisch diese Zeitkonstante hier von diesem Abklingen angibt. Man kann natürlich die Spannungskurve hier, also U von S, nicht I von S mal betrachten und kann sehen, ja, man sieht hier auch die Tangente hier, die schneidet das Ganze an dem Punkt hier. Dann, also wenn man die hier nimmt, dann ist man bei 63% von der finalen oder von dem Endwert, ja. Aber das kennen wir ja alles. Okay, das sind eigentlich die Beispiele, die ich heute im Rahmen von dieser Übung mit euch besprechen wollte. Also einmal, wie wir diese Zustandsraumbeschreibung, die vielleicht für den einen oder anderen als zu theoretisch am Anfang erschienen in der Übung, aber die sind sehr mächtig, wie ich hoffe, ich heute auch anhand von diesen Beispielen vermittelt habe. Natürlich haben wir jetzt nicht weitergemacht, das heißt, wir haben ja die Beschreibung von einem System im Zustandsraum erhalten und dann natürlich mit Hilfe der Beschreibung kann man alles, was wir in dem Kapitel kennengelernt haben, mit der State Transition Matrix, mit der Resolvente und so weiter und so fort, die Lösungen bestimmen. Und das Zweite, was wir heute kennengelernt haben, nochmal, wozu alles diese Laplace-Transformation notwendig ist, um auch einfache Probleme, die man so im Studium hat, also ich hatte immer Probleme mit Spannung am Kondensator, an Spule und so weiter und so fort und immer mit diesen Integralen und so, aber ich finde die Betrachtung in diesem Laplace-Bereich von diesen Sachen viel intuitiver und einfacher zu merken und einfacher zu berechnen eigentlich als im Zeitbereich. Genau, wie ich bereits erwähnt habe, MATLAB-Code von den Beispielen, die ich heute gezeigt habe, sind im Ilias und damit möchte ich diese Übungsstunde hier beenden und stehe natürlich gerne vor Fragen in der Fragerunde zur Verfügung. Vielen Dank.